Der Herr Jahn war schon ein bisschen böse auf mich. Aber nicht lang. Er war schon ein bisschen dumm von mir. Mit so Maschinen ist nichts gespassen. Und schon gar nicht auf einem Schiff. Am besten ist es schon, wenn so Sachen nur Leute machen, die sich damit auskennen. Eben wie der Herr Jahn zum Beispiel. Der Herr Jahn ist ganz ein erfahrener Seemann aus Holland. Ein richtiger Matros. Er hat dann geschaut, dass alles wieder in Ordnung kommt. Und dann hat sie endlich losgehen. Unsere Fahrt von Basel nach Rotterdam. Das sind aber dicke Stricke. Das sind keine Stricke. Das sind aber dicke Schnüre. Leine, sagt man denen. Das sind aber dicke Leine. Die müssen so dick sein, sonst würde so ein grosses Schiff nicht halten. Warum reden Sie so komisch? Das ist nicht komisch. Ich bin Holländer. Sie, Herr Holländer, und wie machen Sie die Stricke von diesen Stöpseln weg? Die Stöpsel heissen Buller. Da, die tue ich einfach so dran wickeln und dann kann es losgehen. Dann tun Sie doch jetzt wickeln. Das mache ich. Leine los und volle Fahrt voraus. Leine los! Leine los!